Wie bereits angekündigt, werden wir jetzt den zweiten Report nutzen für einen Export. Dabei geht es um Attribute exportieren. Wir suchen uns einmal in der Actionbar über die Lupe Attribute Exp muss reichen. Einmal bestätigen, in der Actionbar anzeigen lassen und draufklicken vielleicht. Bevor wir jetzt hier auf alles klicken, wäre das ganze Teilbild voller Auswertungen. Wir nehmen hier die Einstellung vor, Report Vorlage. Gehen hier auf Reports Büro, Subparts, PKFIL Excel. Okay. Und jetzt können wir zum Beispiel unseren Kasten drüber ziehen oder auch auf alles klicken. Dann öffnet sich unser Excel-Programm und wir können hier zum Beispiel unsere Positionen bearbeiten. Die Antworten hier, die würde ich nicht bearbeiten, die dienen eigentlich nur dazu, um ein Gefühl zu bekommen, um welches Bauteil es sich handelt. Jetzt habe ich zum Beispiel hier die Position 4. Jetzt schaue ich nochmal nach. Position 4 gehört zum selben Bauteil wie die Position 3 an. Dann schaue ich hier rein. Dann kann ich zum Beispiel jetzt sagen, das möchte ich hier halt kopieren. Und jetzt gehört auch die Position 4 dann dem Bauteil an, vorausgesetzt ich importiere das Ganze wieder. Ich kann auch hier die Positionierung komplett verändern. Allerdings muss ich dann die Subparts nochmal neu aktivieren. Ich zeige das alles mal an der Position 4. Ich ändere sie einfach ab in die Position 40 und nochmal in die Position 40. Speichere das Ganze ab. Schließe diese Excel-Liste. Jetzt gehe ich auf Attribute importieren. Die Attribute. Es wird immer die letzte Datei ausgewählt. Falls wirklich, wird sie hier vorhanden sein. Zum Beispiel hier PKFIL-Testprojekt. Und das öffnen wir. Jetzt wird uns angezeigt, was sich ändern würde. Der bisherige Wert wäre Position 4, würde sich ändern in Position 40. Genauso wie der Importwert vom Bauteil von nichts auf F19. Ich könnte hier aktivieren oder deaktivieren, je nachdem. Und dann sage ich einmal OK und dann wird das Ganze übergeben. Wenn ich jetzt in diese Position 4 reingehe und einen Doppelklick mache, sehen wir hier, dass er automatisch die Position 40 jetzt übernommen hat und die F19. Und das schließe ich jetzt einmal ab. Und genauso hier mache ich das Ganze nochmal. Und so könnt ihr auch über diesen Report die Attribute schön und sauber pflegen.